So, da haben wir noch mal das gute Stück. Ich habe es jetzt schon mal ins Wasser eingelegt, um zu schauen, ob die Wassertiefe reicht. Und zwar habe ich mir so einen kleinen Behälter gemacht. Hier kommt jetzt das Objekt rein. Ich habe jetzt schon Kaisernatron reingestreut. Und zwar ist das. Kaisernatron ist original. Gibt es einzeln, ich glaube 60 Cent die Tüte, sind 50 Gramm immer drin. Ich habe gleich so eine Packung gekauft, das ist ein Fünfer-Set. Und da kostet die das Fünfer-Set, glaube ich, 1,49 €. Wesentlich günstiger, ich habe gleich zwei Packungen mitgenommen. Und ja, da testen wir jetzt einfach mal und schauen, was passiert mit dem Objekt, wenn wir jetzt hier mit Strom arbeiten. So, dann schließen wir das Ganze jetzt mal an. So, das ist unsere Opferplatte. So nennt man das Ganze. Denn da kommt das Ganze, der ganze Dreck und der ganze Rost zieht sich alles jetzt an die Platte mit dran. Und wenn die zu dünn ist, kann das sein, dass die dann halt irgendwann durch ist, beziehungsweise irgendwann mal gewechselt werden muss. Hier haben wir jetzt das Objekt drin. Und zwar kommt jetzt unser Pluspol. Der kommt ganz normal an die Platte. Und unser Minuspol kommt an das Objekt. Ich will mal hoffen, dass es da hält. Oh, die Klemme nicht ganz so groß. Ja, funktioniert. So, wie gesagt, Kaisernatron ist schon drin. Und jetzt schalten wir mal an und dann schauen wir mal, was passiert. Und denkt dran, den Raum wirklich großzügig belüften. Wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt hier in der Garage. Alle Tore und alle Türen sind offen. Daher passiert nichts. Denn Wasserstoff und Sauerstoff ist nicht ganz so gut. Gibt nämlich Knallgas. So, wir schalten mal das hier wieder ein. Zack. Ich habe jetzt die Klemme nochmal gewechselt. Ich habe jetzt das Ganze so verbunden. Masse. Ja, wie man sieht, es blubbert und funktioniert. Hinten sieht man es ganz fein. Ja, und dann warten wir mal die Reinigung ab. Wir das Ganze jetzt mal ein bisschen kontrollieren. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann nach ein paar Stunden aussieht. So, ich habe jetzt mal das Teil rausgenommen und habe es jetzt gerade mal abgespült ein bisschen. Und ich sage euch, das Ergebnis ist der Hammer. Es ist komplett blank. Das Einzige, wo wir noch ein kleines Stück dran haben, ist hier hinten. Da werden wir jetzt noch mal das gute Stück reinschmeißen für ein paar Minuten, damit der letzte Rest auch noch runterkommt. Ja, aber ansonsten, Ergebnis ist eigentlich wirklich mega.